Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter. Wir sind in Folge Nummer 24 von Oxygen Not Included. Ja, was müssen wir machen? Gute Frage, ne? Wir haben unten das mit dem Strom ja gehabt, dass das hier zum Transformator kommt und dann einzelne Kreise aufgebaut werden. Da sind wir ja schon dran, ne? Da müssen wir noch weiter schauen. Wir gucken weiter ums Essen. Der Mordrak hat einen Kommentar letztens geschrieben, dass hier die Rationsbox eigentlich über ist, der Kühlschrank aber eine höhere Prio braucht. Ja, hier oben haben wir ja die Ressourcen. Da muss man jetzt gucken, ne, was man da macht. Unpin all Resources. Und dann zeige alle Ressourcen. Und dann kann ich hier sagen, was möchte ich sehen. Ne? Ja, das ist schon ein bisschen anders. Ne? Ja, muss man mal gucken dann, ne, was man da so sehen möchte. Hier sieht man auf jeden Fall, was drin ist. Ob das gut oder schlecht ist, ich weiß es nicht, aber... Vielleicht, ja, sollten wir da was auswählen. Kann man Essbares auch komplett einmal auswählen? Nee, ne? Knorpelbeere. Fleisch wollen wir nicht sehen. Schmutzwurzel. Dornenbeere. Die ist ja verboten, weil wir die Knorpelbeere haben und Barbecue. Und so kann man das jetzt sehen, ne? Wie viele Kalorien wir da liegen haben. Okay. Nährstoffriegel ist, eingelegt ist, Knorpelbeere ist, Mehl aus. Ja, der Rest ist jetzt nicht. Schilfaser, Dünger, Phosphorit, Kupfererz, das wäre vielleicht noch ganz interessant zu sehen. Die Algen sind vielleicht auch noch interessant. Mehlholzsamen, Samen müssen wir jetzt nicht sehen. Eier, glaube auch nicht so wichtig. Kohle, ich glaube, da haben wir genug. Ja, ich glaube... Kupfererz, ja, da können wir das Kupfer auch noch gerade mitnehmen. Ich glaube, das reicht dann erstmal. Schauen wir dann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir am Intro weiter, ne? So, dann läuft's. Was wird hier gebaut? Ah, Leitung, das ist gut, die Wasserleitung. Wir wollten aber ja, ach so, die Forschung ist ja erst dafür, die Gasmasken angeschlossen. Da müssen wir dann nachher gucken, wie das wird, ne? Weiß ich nämlich auch noch gar nicht. Da macht die Ellie schon wieder Grabearbeiten. Würde ich jetzt mal hier so das noch wegmachen und gucken, was wir daraus kriegen, ne? So, der Strom von hier unten ist ja okay. Der arbeitet auch hoch, die Batterie voll. Das passt erstmal. Der ist voll, ne? War immer schon so ein Kärtchen da oben drauf. Vielleicht, weil ich das zu niedrig gebaut habe, deswegen sehe ich das nicht, ne? Das kann sein. Also hier haben wir ja nochmal Erze, die wir abbauen können, ne? Machen wir erstmal so. Gut. War hier nicht letztens? Nein, haben wir gemacht, ne? Katalina hatte, glaube ich, den Skill gekriegt da. So, hier... Wie ist denn die Prio hier? Prio aufbauen, gucken. Das ist da auf 5. Dann machen wir doch mal hier jetzt auf 6, weil dann kriegen wir auch was zu essen mal geschafft, oder? So, jetzt ist hier noch die Frage, machen wir das weg oder machen wir das nicht weg? Da liegen nur Mahlzeiten dran. Komm, dann können wir den Nährstoffriegel rausschmeißen, den Schmutzwurzel rausschmeißen und dann kann auch die eingelegte Mahlzeit raus. Und dann... kann auch die dekonstruiert werden. Und hier, zack, kommt das alles mit rein und fertig. Und wir wollen hier die Prio ändern, hat der Dorak gesagt. Also auf 8. Wichtig, der Kühlschrank, ne? Sonst verdirbt uns das alles. Gut, wo ist Essen? Essen ist hier. Was läuft denn da? Gar nichts. Da ist irgendwie nichts da, ne? Zu wenig Ressourcen. Okay. Dafür muss der Eier... Brecher gemacht werden, ne? Eierbrecher, ja, Eierbrecher. Dann machen wir da mal eine 6 raus aus dem Eierbrecher. Ja, wie viele Aufgaben, ne? Hatten wir hier, ne? Hatte der Mordrak mir ja schon erzählt hier. Reichlich, ne? Wir machen immer neue Aufgaben, ne? Sollten erstmal die, die wir haben, abschließen. Stinky hüpft da rum und holt jetzt Algen, oder was hat er da? Forschung ist fertig? Nein, ne? Wir haben doch Forschung angestoßen. Oder ist die so schnell fertig? Nein, kann nicht sein. Wo waren denn die Masken? Tatsächlich, die sind schon fertig.
Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Was haben wir hier? Drucksensor, Zyklussensor, Timersensor, Wegeplatte, Gaselementsensor, Flüssigkeitselement und Nichtgatter. Okay. Wäre jetzt nicht so wichtig. Webstuhl, Teppichziegel. Teppich? Doch, Teppichziegel tatsächlich. Lüftung? Nee. Jeder Filter wäre interessant. Das ist Kühlung und Heizen. Hier sind isolierte Rohre und Wasserbehälter. Flüssigkeitstank kann man da kriegen. Surfen. Erzreiniger und Entsalzer. Ist jetzt nicht von Bedeutung, würde ich sagen. Hier, was sind das für Krankheitserie-Diagnostics? Rohrgaskeimsensor, okay. Und hier haben wir noch Krankenstation und Handdesinfizierer, okay. Benachrichtigungssystem, nee. Künstliche Freunde, das ist das Sweepy Dog. Rotstange haben wir schon, aber noch nicht gebaut. Metallraffinerie, okay. Intelligente Lagerung ist dann auch interessant, aber ich glaube, wir machen erst den Dingens. Den Viehzucht. Viehzucht oder Filter? Ich glaube, dann können wir erst die Viehzucht machen. Und danach die Filter. Gut, haben wir das erst. Forschung ist angestoßen, läuft also. Können wir erstmal hier zumachen. Welche Prio hat das? Zwei. Ja, lass die Prio erstmal so. Was hat er jetzt oder... Ja, was hat Stinky jetzt hier unten gemacht, ist die Frage, ne? Weiß ich auch nicht. Hier wurde schon was abgebaut. Hier ist Wasser, ne? Und hier wird weitergebaut. Und das hatten wir auch aufgegeben. Forschung ist abgeschlossen. Objekte für Ressourcen, lange Arbeitswege. Ja, die langen Arbeitswege, das ist noch so ein Ding. Wir sollten anfangen, eine Rutschstange irgendwo zu haben. Nur wo? Hier ist doof wegen den Keimen da. Hier ist auch Keime und da ist Wasser, ne? Hier durch könnte man da rutschen, ne? Da ist auch doof wegen der Farm. Haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht, ne? Mit der Rutschstange. Ellie baut da Kupfer ab, das ist schon mal gut. Ja. Lange Arbeitswege hier oben. Ach, da geht's hoch. Ach, da oben hatten wir schon eine Planung. Für eine Batterie und Dingens. Das haben wir doch unten gehabt. Okay. Ja, ist jetzt zu überlegen, was man dann weitermacht, ne? Dies mit Sauerstoff. Der ist hier gut, aber da schon mal schlecht. Da müsste man mal ein paar Ziegel setzen, ne? Oder? Warte mal, erst Lüftung. Kanisterentleerer. Kanisterfüller. Okay. Und hier ist Sauerstoffmaskendock und Sauerstoffmaskenkontrollstation. So, das würde ja bedeuten, wir können ja jetzt hier mal gucken. Da gibt es ja Bereiche, wo man sagen könnte, da machst du, setzt du besser eine Maske auf, ne? Die Betten sind da. Das würde bedeuten, man macht's hier, oder? Station hin. Wenn ich die... Wo soll ich die hinsetzen, dass das klappt? Eigentlich hier dann. Oder hier. Aber hier haben wir ja die Farm. Hier wäre schon ideal, ne? Dann müssen die den Weg andersrum gehen mal. Fünf. Und das machen wir dahin, ne? Muss das da angeschlossen sein? Ich glaube nicht, oder? Sonst machen wir das nochmal neu.
Machen wir nochmal neu. Wo ist ne, Lüftung. Nee, was war denn das? Station. Fünf. Ah, wisst ihr was? Da haben wir wieder mal hier Blödsinn gemacht, ne? Zack. Da muss erstmal eine Tür hin. Manuelle Luftschleuse. Erstmal so. Und dann Station. Die dahin. Machen wir die dahin. Und dann die Sauerstoffdocks. Unsere fünf Dupes. Einen machen wir schon eine Reserve. Gut, haben wir erstmal. Dann brauchen wir Strom vielleicht dahin, oder? Ne, braucht gar keinen Strom, hätte ich jetzt gedacht. Lüftung. Auch nicht. Doch. Gut, dann brauchen wir eine Sauerstoffpumpe noch, ne? Den produzieren wir hier, den Sauerstoff. So, da müsste jetzt eine Gaspumpe hin, aber den Gasfilter möchte ich auch ganz gerne da noch irgendwo haben. Machen wir den da hin? Kann man da hinbauen? Nein. Ja, da wäre die Ausgangsleitung, ne? Komm, dann machen wir es dahin. Und brechen das hier ab. Und bauen das dann dahin. Ach, das war verkehrt. Und warte mal, nee, das ist auch verkehrt. Abbrechen. Da ist ja das, was wir abarbeiten. Lüftungsgitter hier kommt einfach raus. Egal was da kommt, einfach so. Und das gibt hier eine Gaspumpe, die da ist. Und die wird nach dahin angeschlossen. Fertig. So, und dann brauchen wir Strom. Kabel. Der Stromkreislauf ist das, dieser Stromkreislauf wird das. Das machen wir nach da. Hier trennen wir auf. Und da wird angeschlossen, oder? Nee, machen wir umgekehrt. Machen wir da und da und trennen hier auf. Dann passt das wohl. Okay, da haben wir da wieder ein bisschen. Wieder 1000 Aufträge mehr, ne? Ist klar. Aufträge 78, entfernt 85. Also wir machen noch ein paar Minus, das ist schon mal gut. Kalorien 3600, das ist ein bisschen knapp, da könnte es mehr werden. Wir haben hier was Neues zum Auswählen, gucken wir uns doch an. Kohle, also Mannequin ist noch nicht. Kohle geht. Und Duplikantenfertigkeit von Rennen. Der hat Grillen schon auf 2 und hat dann verbesserte Tragfähigkeit. Sonst hat er keine Wünsche, ne? Dann verbessern wir weiter die Tragfähigkeit. Gut, dann haben wir das auch. Hier werden wir nachher den Sauerstoff abholen. Das ist auch gut. Und ja, machen die Masken damit voll, ne? Dann werden wir hier zumachen. Und wir werden hier den Weg runter machen dahin. Oder hier zumachen vielleicht. Ja, hier machen wir zu. Und hier ist der Weg nachher da lang. Würde ich mal sagen. Wer weiß, wie es wird. So, hier können wir ein paar Eier loswerden. Wie viele Eier haben wir denn da? Ja, das wäre jetzt vielleicht hier noch eine Geschichte. Für die Ressourcen.
zeige alles an und wir machen Paku-Ei, Drecklet-Ei, Hatchling-Ei und Pufflet-Ei. Haben wir 4 Einheiten, okay. Dann würde ich jetzt sagen, knacken wir da mal ein Hatchling-Ei und ein... Ne, das Pufflet-Ei machen wir nicht. Die wollten wir ja noch haben, die machen ja Algen, ne? Okay, Forschung ist schon wieder fertig, oder was? Was haben wir denn da geforscht? Ja, die Dingens hier. Ne, das läuft noch, okay. Was stand da jetzt dran? Da fehlt da was? Da fehlt da was, ne? So, 1656 Nahrungsmittel haben wir noch. Oh, hier können wir was duplizieren. Und dann hier übertragen. Wunderbar, dann geht es da auch voran. Hier ist noch nichts passiert. Aber da kriegen wir jetzt dann Essen. Gut. Forschung läuft, hier gibt es keinen Strom. Warum gibt es da keinen Strom? Haben wir das nicht angeschlossen oder was? Das haben wir noch nicht angeschlossen. Gut, dann muss das so sein. Okay, dann würde ich sagen, sind wir erstmal wieder so weit, dass es reicht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.